Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Harmonischer Dreiklang zu Jahresbeginn mit dem Neujahrskonzert, der Neujahrsansprache des Bürgermeisters und der Verleihung des Ehrenamtspreises der Bürgerstiftung. Beendeten die Musiker des Musikvereins Frohsinn aus Ferne eine grandiose Vorstellung in der Selzerhalle und hinterließen ein restlos begeistertes Publikum. Beginnt die Bürgerstiftung ihr 10-jähriges Jubiläum. Wir verbrachten einen wunderschönen Tag mit der Regierungspräsidentin, unserem Bürgermeister und unseren Stiftern in der Dreckburg. In diesen 10 Jahren haben wir mehr als 150 Projekte mit mehr als 100.000 Euro unterstützt. Und jetzt freue ich mich, das Geheimnis zu lüften. Der Ehrenamtspreis 2018 der Bürgerstiftung Salzkotten geht an die Speisenkammer Salzkotten. Rund 25 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen in der Speisekammer Salzkotten dafür, dass Lebensmittel für einen geringen Betrag abgegeben werden können. Alle Lebensmittel werden von Märkten aus Salzkotten zur Verfügung gestellt und von den Mitarbeitern abgeholt. Den Ehrenamtspreis, einen Geldbetrag, eine kostbare Anstecknadel und eine Messingskulptur konnte dann auch verdientermaßen von Ingrid Bauschke entgegengenommen werden, die sich für die Unterstützung durch die Salzkottener Bevölkerung und den Märkten aus der Umgebung bedankte. Rechtzeitig zum Auftakt des neuen Jahres die Glocken für den Turm der St. Johanneskirche. November, ein neuer Glockenstuhl aus Eichenholz. Parallel dazu wurden im hessischen Sinn die neuen Bronzeglocken von St. Johannes gegossen. Gut 200 Bürger der Selzerstadt waren an 4 Terminen dabei und haben sich das einzigartige Erlebnis nicht entgehen lassen. Über den Dächern von Salzkotten erklingt eine Glockensymphonie. Ein bewegender Moment für die Besucher, die gebannt nach oben schauen. Stürmt die Friederike, die ganz und gar nicht friedliche, richtete große Schäden im Stadtforst und in Selzergärten an. Ein reiner Fichtenbestand, schon begonnen mit Buchenvorbau, sprich die neue Buchengeneration ist schon gepflanzt und ist jetzt schlagartig freigestellt worden. Wir sehen einen Flächenwurf in der Größe circa 1,5 Hektar mit schätzungsweise 300 Festmetern Holz, die hier auf dem Haufen liegen. Der Monat Februar stand im Zeichen des Karnevals. Die Highlights: galaktischer Büttenabend in der Selzerhalle, Frauenkarneval und de Zoch in Schamede. Der 49-Jährige mit seiner Astronautencrew, die sich in einem ultra-spacigen Outfit präsentiert, die karnevalistische Bühne. Heute nicht das erhoffte Karnevalswetter, die Regenschirme müssen ihren Dienst verrichten. Doch der Karnevalist ist von Natur aus auch Optimist und da muss die Sonne eben im Herzen scheinen. Und das tut sie jetzt auch beim Anblick des Zuges, der wie immer von der Standarte des Karnevalvereins Blau-Weiß angeführt wird. Des Tages, alte Böcke, alte Bäume,
Gute Jagd und gute Träume, mädchenschlank mit runder Brust, alles edle Weidmannslust. Und das war der Karnevalsumzug 2018 am Rosensonntag in Schamede. 38 Wagenbauten, 8 Fußgruppen und 4 Musikkapellen gaben diesem Zug in seiner 44. Ausgabe einen hervorragenden Rahmen. Ein städteübergreifendes Jubiläum im März diesen Jahres. Die VHS, die Volkshochschule, begeht ihr 40-jähriges Bestehen. Die Idee, den Wissens- und Bildungshungrigen entsprechende Angebote zu machen, war schon vor 40 Jahren entstanden. Grund genug, ein Jubiläum zu feiern, das jetzt die Begründer dieser Weiterbildungseinrichtung, die Städte Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geeske, Hövelhof und Salzgotten, mit einem Festakt in der Stadthalle in Delbrück begangen. Fast genauso alt ist der Selzer Lauf, eine der ersten offiziellen Laufveranstaltungen landesweit. Kürzere Strecken geht. Dabei dürfte die 5-Kilometer-Klientel, die sich hier heute auf dem Weg zu einem Rundkurs im Stadtgebiet macht, durchaus unterschiedlich sein. Da ist die große Anzahl derer, die entweder noch nicht langläuferisch unterwegs sind und es erst einmal vorsichtig angehen lassen wollen, aber auch die Läuferinnen und Läufer, die schlecht durch diesen bisherigen bitterkalten Winter gekommen sind und wenig Anlass zum Trainieren fanden. Auch das Selzerfest hat seinen festen Platz im Reigen der zahlreichen, manchmal zu zahlreichen Stadtfeste. Ja, Mühe macht es schon, wie Sie sehen, wir sind sehr, sehr sportlich an unserer Pfanne. Aber es ist uns ganz, ganz wichtig, Prozesse, die damals gelaufen sind, wieder darzustellen. Wir wollen das Salz erlebbar machen. Salz ist ja mit unserer Stadt ganz eng verbunden. Und Sie haben es betont, Reichtum, aber auch alles, was uns weiter gefördert hat, hängt damit zusammen. Und es ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, aus dem Wasser, was irgendwie aus der Erde kommt, im Endeffekt Salz zu gewinnen. Und ich habe Ihnen hier mal so eine Probe mitgemacht. Sie könnten eigentlich sogar schon mal probieren. Und selbst die ersten Kristalle, die wir gewinnen, schmecken schon sehr salzig. Und das ist also heute unser Tageswerk, bis wir am Ende kleine Säckchen mit Salz abfüllen, was wir selber gesiedet haben. Die Energiesparfarbe aus Salzgotten ist offenbar auch für China von Interesse. Eine Wirtschaftsdelegation aus dem Reich der Mitte auf Infobesuch in Salzgotten. Und produzierendes Unternehmen, deren Produkte jetzt dabei sind, auch den chinesischen Markt zu erobern. Aus diesem Anlass hatte sich jetzt eine Delegation aus dem Reich der Mitte in der Selzerstadt eingefunden und wurde von Bürgermeister Uli Berger im Ratssaal begrüßt. Die Welle der Digitalisierung erfasst auch die Selzerstadt. Glasfaser soll den Transmissionsriemen abgeben. In einer Bodentiefe von 1,20 Meter vorgetrieben. Dazu Martin Westermeier, stellvertretend. Sind nun die Voraussetzungen für das Verlegen des Glaswasserkabels gegeben, also gewissermaßen der Feinbelag der Fahrbahn der künftigen Datenautobahn gegeben? Kommt für Salzgotten auch ein Fahrverbot in Sachen Innenstadt? Die groß angelegte Schadstoffmessung soll die Entscheidungsgrundlage abgeben. Die Konzentration von Schadstoffen in der Luft ermitteln kann. Ein sogenannter Passivsammler, den die Stadt an 4 Stellen installiert hat, um den Gehalt von Stickstoffdioxid in der Innenstadt zu ermitteln. Große Aufmerksamkeit für Selzer Sportler. Ihre Ehrung ist der Stadt jedes Jahr ein besonderes Anliegen. SC Concordia Schamede, der Tennisclub Rot-Weiß Salzgotten, der TV 1864 Salzgotten und der VfB Salzgotten besonders erwähnt. Auch sie waren am Erfolg der Sportler beteiligt und wurden mit der Sportplakette der Stadt ausgezeichnet. Heiner Brüggemeier, der in seinem Verein SV Blau-Weiß-Ferler 33 Jahre in verantwortlicher Stellung tätig war. Auch Friedhelm Wolförster vom VfB Schwarz-Weiß-Holsen konnte auf eine beachtliche Bilanz ehrenamtlicher Tätigkeit zurückblicken, ebenso wie Heiner Käuper, der aus dem Geschehen seines Vereins, dem VfL Thüle, nicht wegzudenken ist.
Eine Ehrung der besonderen Art hatte sich Dr. Willem Tappert verdient, der für seinen außergewöhnlichen Beitrag als langjähriger Vorsitzender des Stadtsportverbandes mit dem goldenen Lorbeerblatt ausgezeichnet wurde. Auf Schusters Rappen ging's hinaus in gottesfreie Natur. Bürgerwandern war angesagt. Ortsteil erkunden. Organisator Jörg Rottkamp ist voller Tatendrang und freut sich, dass so viele Menschen dem Ruf der Veranstalter gefolgt sind. Wenn man sich umschaut, also sind wir super, super zufrieden. Also das Wetter hat ja natürlich auch mitgespielt. Und ich würde sagen, aktuell sind gut 80 bis 100 Leute hier. Und das ist weitaus mehr, als wir erwartet haben. Mit Rucksäcken, Kind und Kegel, aber auch Hund geht es los. Gut 9 Kilometer Marsch durch den Heder Quellort liegen vor den Wanderfreunden. Das Konzept kommt an. Wie jedes Jahr in der vergangenen Zeit, auch in diesem Jahr das Maibaumsetzen an der St. Marienkirche. Tatkräftige Unterstützung der hiesigen Feuerwehr, die den 18,5 Meter langen Holzbaum vorsichtig anzieht, bis er seine senkrechte Position erreicht hat. Die Ursprünge des Maibaumbrauchtums sind immer noch ungeklärt bzw. umstritten. Häufig genannt werden germanische Riten. Die Germanen verehrten Waldgottheiten, denen sie in verschiedenen Baumriten huldigten. In seiner heutigen hohen Form mit Spitze und Kranz geschmückt, ist der Maibaum seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Ja, mit einem Ora et labora, bete und arbeite, wird jedes Jahr durch das Feiern von Pfarrfest erweitert. Ging es hier beim Pfarrfest munter zu. Im Schatten der St. Marienkirche in Salzgotten hatte die Pfarrei St. Johannes und die Pfarrvikarie St. Marien zu einem gemeinsamen Pfarrfest geladen. Bei hochsommerlichen Temperaturen sollte der Bierausschank heute wohl keine Rekordergebnisse verbuchen. Da war dann schon eher das Mineralwasser angesagt. Dichtes Gedränge dagegen an Stümmlers Würstchen stand, bekannt für Qualität. Hier geht die Bratwurst und das Steak bei jedem Wetter. Umlagert der Stand mit dem Spezialeis. Hier konnte man die Früchte schon vorher betrachten, ehe daraus eine köstliche Erfrischung wurde. Wohl eine der Attraktionen am heutigen Tag. Und wie man sieht, es schmeckt. Wegen der schlechten Wetterlage musste das Dîner en Blanc, das Dinner im Weiß, zunächst verschoben werden. Es regnet jetzt schon hier an der Dreckburg. Wir hoffen, dass ihr trotzdem einen schönen Abend habt und vielleicht verbringt ihr ein kleines privates Dinner in Weiß in trockenen Räumlichkeiten. Aber eine positive Nachricht gibt's natürlich auch. Wir haben schon einen Ausweichtermin. Das diesjährige Dinner in Weiß findet nun am 6.7.2018 ab 18.30 Uhr hier an gleicher Stelle an der Dreckburg statt, bei hoffentlich strahlend blauem Himmel. Für so manchen Langstreckensportler ist der Klingenthal-Marathon ein Magnet, der ihn jedes Jahr immer wieder an die Stadt an der Heder zieht. Nur um hier einige zu nennen. Hier gibt es am Ende für die besten Firmenmannschaften eine Siegerehrung und auch eine Azubi-Ehrung ist vorgesehen. Kommen wir nun zu den Königen der Läufer, den Marathonläufern. Gleichzeitig auch mit 93 Meldungen heute die kleinste Laufeinheit. Sie haben heute einen langen Tag und 42,195 Kilometer vor der Brust. Und hier muss man einen, der in Salzgotten schon Marathongeschichte schrieb, ganz besonders hervorheben, nämlich Matthias Nahn. Nicht weniger als 7-mal lief das aus Bad Driburg stammende Laufass hier schon als Sieger ein. Natürlich hält er auch mit 2:38,20 den Streckenrekord. Matthias Nahn, der Marathonspezialist, der in Salzgott einfach nicht zu schlagen ist und zum 8. Mal den Klingenthal Sportmarathon gewinnt. Streik ist ein legitimes Mittel der Arbeitnehmer für die Durchsetzung ihrer Interessen. Ort des Geschehens in Salzgott, das Unternehmen Perimeter. Eigene Bekunden, Marktführer in der Sicherheitstechnik, niedergelegt und streiken. Ein Teil der Streikenden sucht Schutz unter dem roten Zelt der IG Metall. Die Stimmung ist trotz der prekären Lage
gelöst. Hier hat man für Live-Musik gesorgt und auch für das leibliche Wohl. Carmelo Zanghi von der IG Metall zu den Gründen dieses Arbeitskampfes. Wir hatten bis 2016 in diesem Hause einen Tarifvertrag, der einseitig von dem Arbeitgeber aufgekündigt worden ist. Und wir wollen, das wollen unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich zu 90% für die in der Urabstimmung für Streik entschlossen haben, diesen Tarifvertrag wieder zurückhaben. Die Salzgottner Bürger können wieder sehen, was die Stunde schlägt, denn die Turmuhr funktioniert wieder. Die Uhr wurde am 11. August letzten Jahres stillgelegt, weil da das letzte Läuten der alten Stahlgussglocken war. Und während des Ausbaus der alten Glocken und der Umbaumaßnahmen hier im Kirchturm mussten die Stangen und Seilzüge entfernt werden. Wenn man dann gute Handwerker haben will, und wir brauchen ja eine Fachfirma, die das hier für uns macht, die Uhr wieder instand setzt, dann muss man unter Umständen ein bisschen warten. Doch jetzt mussten die Spezialisten ran, die in zweitägiger Arbeit neue Gestänge einbauten, Gewichte justierten und die neue Turmglocke mit einem Hammerschlag versorgten. Auch die Hightech hielt Einzug im alten Kirchturm. In Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Firma Elektro Albers verbaute die Firma Dürr einen elektronischen Gangregulator, der das Pendel des Uhrwerkes sekundengenau auf die Atomzeit reguliert. Erster Spatenstich für die Villa Sonnenschein, eines neuartigen Hauses für demenziell veränderte Menschen. Vertreter hier eingeladen, um dieses ungewöhnliche Wohnprojekt einmal näher vorzustellen. Der Bauunternehmer Jörg Schlune wird hier direkt neben dem Kombimarkt die Villa Sonnenschein errichten, ein Haus für an Demenz erkrankte Menschen. Als Mieter und Betreiber konnte die ANW Alternativwohnen aus Winterberg gewonnen werden. Der Finanzbedarf, er beläuft sich auf etwa 2 Millionen Euro und liegt in den Händen der Volksbank Büren, Brilon und Salzgotten. Jetzt wurde hier bei sommerlichen Temperaturen der erste Spatenstich vorgenommen. GESA, die Gesamtschule Salzgotten, entließ zum ersten Mal ihre Zehntklässler mit einer würdigen Abschlussfeier. Vorherrschend Fröhlichkeit. Dazu gab es auch allen Grund. Die Schüler und Schülerinnen der ersten Jahrgangsklasse 10, sie sollten hier heute verabschiedet werden. Unter dem Motto, das war's, möge der Abschluss mit uns sein, wurden jetzt in einem feierlichen Rahmen 195 Schülerinnen und Schüler hier eingeführt. Die Gesamtschule Salzgotten, sie bietet eine Reihe von Möglichkeiten an. Da wäre der Hauptschulabschluss nach Klasse 10, die Fachoberschulreife, das Fachabitur nach Klasse 12 und das Abitur nach 13 Jahren. Dîner en blanc oder Dinner in Weiß findet immer mehr Anhänger. Waren es beim ersten Mal 600 Teilnehmer, so waren es diesmal weit über 2000. Man freut sich natürlich drauf. Wir haben 200 Tische verkauft, 2000 Leute, die gerne den Abend miteinander verbringen wollen. Von daher war das schon eine schwierige Entscheidung, aber das Wetterrisiko war einfach zu groß. Und ja, wenn man heute in den Himmel guckt, ist es echt wunderbar. Freuen wir uns, dass wir heute hier sein können. Doch nicht nur Bürgermeister Uli Berger kann das Fest in vollen Zügen genießen. Überall herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Nicht zuletzt dank der Live-Musik, handgemacht und mundgeblasen. Da springt der Funke schnell über. Wir haben uns durch den Dschungel der Köstlichkeiten geschlagen und viele nette Leute getroffen, die eine ganze Menge zu erzählen hatten. Die St. Johannes Schützenbruderschaft beging das Fest des Jahres unter der Regentschaft von Carina Ahlers und Moritz Jolmes. Ja,
Unter den wachsamen Augen von Schießmeister Heinrich Baumhörger und seinem Stellvertreter Felix Klingenthal treten die Schützen einzeln ans Gewehr und zielen auf den noch unversehrten Holzadler. Nach über 2 Stunden und mit dem 281. Schuss erlöst Moritz Jolmes die wartenden Zuschauer und erfüllt sich seinen Kindheitstraum. Der Jungschütze macht sich zum neuen König der Bruderschaft und wird sofort von seinen Freunden umringt. Die Konzertreihe Donnerstags in auf dem Marktplatz in Salzgitter war auch in diesem Jahr ein Publikumsmagnet. Im Rahmen einer Afterwork-Party richtig ein. Unter den unzähligen Gästen natürlich auch der erste Mann der Stadt, Bürgermeister Uli Berger. Doch angespannt muss Daniel Ligges heute Abend nicht sein. Mit seiner Musikauswahl trifft er voll ins Schwarze. Ruckzuck wird aus dem Marktplatz eine Tanzfläche. Genau so soll es doch dann auch irgendwie sein, oder? Angetan von der stabilen Großwetterlage waren Veranstalter und Teilnehmer beim Auftritt von Adil Tawil auf Gut Dreckburg. Bekommen haben. Ja, aktuell ist er solo unterwegs und so führt ihn der Weg heute nach Salzkotten. Im Rahmen seiner Tour So schön anders. So heißt übrigens auch das Nummer 1 Album, das letztes Jahr erschien und mittlerweile Platinstatus erreicht hat. Und was die Seltsamen mit Adil Tawil verbinden, das verraten die Ihnen jetzt. Gute Musik, einen tollen Abend mit tollen Freunden. Super! Die Hörner, die ich mir abgestoßen habe, war nur die Probe für den letzten großen Feind. Dass ich dich glücklich mache, ist meine Aufgabe. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war hier noch nie. Es ist ein tolles Ambiente. Die Musik war toll. Also es hat sich gelohnt. War echt ein schöner Abend, wirklich. Nicht verwunderlich, dass bei diesem Wetter die Sommerpoolparty in der Selzer Lagune starkes Interesse fand. Im Sommer der letzten Jahrzehnte zog sie die Badefreudigen geradezu in Scharen an. Sun und Fun in der Lagune. Ein Höhepunkt dieses Sommers. Eine stimmungsvolle Sommerpoolparty. Das Zeperius Disco Team heizte dann auch kräftig die Stimmung an. Von rhythmischen Disco-Klängen angetrieben, startete man mit einer coolen Polonaise ins Geschehen. Das Überwasserlaufen ist dann doch nicht so leicht, wie sich das so mancher vorgestellt hatte. Die Sommerhitze hatte noch nicht ihren Scheitelpunkt erreicht, da waren schon etliche Quellen der Heder trocken gefallen. Ihr Wasser schießt dann förmlich unter der Aussichtsplattform hindurch. Jetzt aber ist das nur noch ein Rinnsal, das leise plätschernd in den großen Mittelteich rinnt. Landwirt Bernhard Meschede, unter dessen Hofgebäude diese starke Quelle zu finden ist, hat für uns einmal das Tor zum Quellhorizont weit geöffnet. Auch das Haff, das Hederauenfest, profitierte von den guten Witterungsbedingungen. Haff 2018 XXL. Politik, Wirtschaft und Kultur eröffnete Bürgermeister Uli Berger das Hederauenfest 2018 und betonte den einmaligen Charakter des Stadtfestes. Abschluss der Schützenfestsaison. Das große Kreisschützenfest im Salzgottner Ortsteil Holsen. Winkhausen gefeiert. Es sollte kein Hollywood werden, doch unter dem Motto
Willkommen in unserer Mitte an Heder und Lippe, hatte der Schützenverein Holzenschwelle-Winkhausen sein Fest nahezu perfekt organisiert. Am heutigen Festzug hatten sich hier rund 20.000 Besucher eingefunden, die es sich entlang des 2,2 Kilometer langen Marschweges gemütlich gemacht hatten. Die 53 Schützenvereine des Schützenkreises Büren, sie präsentierten sich hier heute, begleitet von ebenso vielen Musikkapellen und Spielmannszügen, einem begeisternden Publikum. Im 178. Schuss setzte er sich gegen seine drei Mitstreiter aus Grundsteinheim, Herbram und Kleinenberg durch. Ich hab's gewusst! Herr Beisch, große Klasse. Ja, danke schön. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Was sind Ihre Emotionen? Wunderbar, ich habe doch gesagt, ich werde es. Danke. Große Freude auch bei... Baggern, Pritschen, Schmettern hieß es beim Beachvolleyballturnier der Bürgerstiftung. Um zu punkten. Baggern, Pritschen, Schmettern, die Pässe müssen sitzen, damit am Ende das Ergebnis stimmt. 18 Mannschaften sind hier heute am Start. Es geht um die Ehre und um den Pokal. Die Kreiselpumpen wirbeln hier genauso durch den Sand wie die Kraftkampfsportler, die Grasshoppers, Pikus der Waldspecht oder die Krachbummenten. Mit dem Beachvolleyballturnier möchte die Bürgerstiftung auf sich aufmerksam machen und Bürgernähe zeigen. Normalerweise kooperiert die Stiftung beim Beachvolleyballturnier immer mit einem Verein oder einer Gruppe aus dem Stadtgebiet. Der Kulturpreis der Stadt ging in diesem Jahr an den Verein für kulturhistorische Bauten. Mit dem Förderverein für historische Bauten und Bauwerke Salzgotten e.V. der Kulturpreis der Stadt Salzgotten verliehen. Die herausragenden Leistungen im kulturellen Bereich liefern einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Salzgotten und haben weit darüber hinaus überregionale Anerkennung gefunden. Die Stadt Salzgotten würdigt mit dieser Auszeichnung die herausragenden Leistungen im kulturellen Bereich. Salzgotten, 21. September 2018, das darf der Bürgermeister unterschreiben, das mache ich auch aus voller Überzeugung. Herzlichen Glückwunsch an den Kulturpreisträger 2018. Ulrich von Sobbe, Ehrenvorsitzender und der Vorsitzende des Vereins Klaus Ellermann, nahmen nicht nur diese Urkunde entgegen, denn davon könne man sich nichts kaufen, wie Salzgottens Oberhaupt treffend bemerkte, sondern auch ein westfälisches Flachgeschenk. München ist offenbar überall und damit auch das Oktoberfest in Salzgotten. Dirndl und Krachlederne sind ein Muss. Herbst, erkunden! Und zu erkunden gibt es an diesem Samstagabend eine Menge. Eine Augenweide natürlich die Fashion-Madeln in ihren stilvollen Dirndl-Kleidern. Und auch die Männer haben sich in Schale geworfen. Ohne Lederhose ist man heute nicht komplett angezogen. Wie gefällt dir das, heute mal ein Dirndl anzuziehen? Ist ja mal was anderes. Klar, einmal im Jahr kenne ich das gut. Warum? Was cool daran? Ja, wir treffen uns seit Jahren einmal im Jahr hierzu. Dann macht es halt Spaß. Die Ladies in den Dirndeln. Fühlt sich das denn an, so ein Dirndl zu tragen? Sehr eng. Sehr, sehr eng. Aber trotzdem schön. Auf der Bühne haben sich der Vorstand der St. Johannes Schützenbruderschaft Salzgotten als Ausrichter und Bürgermeister Uli Berger versammelt. Dem ersten Bürger der Stadt obliegt es dann, das Bayerische Bierfest in Salzgotten zu eröffnen. Drei Probeschläge und dann noch einmal richtig mit Schwung. Der Zapfhahn sitzt, das flüssige Gold kann fließen. O Zapfdies, auch im westfälischen Salzgotten. Beinahe vor dem Ende, ja vor dem Aus, der Glasfaserausbau. Die Nachfragequote von 40% wurde nicht erreicht im ersten Zug. Voraussetzung für die Realisierung dieser High-Speed-Internetverbindung? 40% der Haushalte in der Kernstadt und im Ortsteil Upsprunge müssten sich für einen Vertrag mit der deutschen Glasfaser entscheiden.
Martini, das letzte große Stadtfest im Jahresablauf, nach wie vor ein Aushängeschild der Stadt. Touren, Fahrgeschäfte und Schausteller sind noch bei der Arbeit oder haben schon fertig aufgebaut. Sind am Martini-Sonntag die Geschäfte geöffnet? Diese Frage mussten sich die Organisatoren bis zuletzt stellen. Doch heute wurde es amtlich. Man hatte sich mit der Gewerkschaft Verdi geeinigt. Die Geschäfte, sie sind auch in diesem Jahr wieder am Sonntag geöffnet. Meinen dicken Mantel, den teile ich mit dir. Der soll auch dich wärmen. Das Martinspiel, hier hervorragend aufgeführt und gerade auch in der heutigen Zeit ein Thema, das zum Nachdenken anregen sollte. Gut besucht, die große Adventsausstellung in der Selzer Halle. Die unvergleichlich schönen Weihnachtskrippen von Wolfgang Svarilla aus Ludwigsau. Auch die Aussteller haben hier Leckeres anzubieten, sogar für die empfindsamen Leckermäule. Denn hier ist alles laktosefrei und ohne Reue zu genießen. Das dürfte auch auf den nächsten Anbieter zutreffen. Denn das Bio-Obst von Pohlmeier aus Salzkotten, dem geht geradezu ein gesund erhaltener Ruf voraus. Noch besser besucht die Seite von Selzer TV mit dem Beitrag über Adventsdeko mit Floristin Anja Stork. Klickzahl über 30.000. Und das schon seit Wochen. Ich denke, so meistens so Anfang September fange ich schon an zu überlegen, was kann man dieses Jahr machen, wie kann ich meinen Laden gestalten, welche Farben sind in, welche Trends haben wir, informiere mich auf Messen, fahre nach Holland zum Einkaufen und gucke einfach mir die neuesten Ideen an. Genug Ideen hat die kreative Floristin also. Mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr endet unsere erste Sendung im neuen Jahr. Für dieses wünschen wir Ihnen Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.